vorne, Jungs. Zwei, drei Ball, viel Spieler. Diese Bilder haben schon fast historischen Charakter. Alex Frey bei seinem ersten Training als FCB-Trainer. Gestern Abend dirigierte der ehemalige Topscorer des FC Basel sein erstes Training als Chefcoach der U15-Mannschaft. Feuchti? Sehr, ja, aber nicht erst seit heute, sondern schon länger. Und habe schon recht viel vorbereiten und jetzt zum Glück geht es endlich los. Ja. Vor seinem Engagement bei der FCB U15 trainierte Alex Frey die Zweitligamannschaft des Basler Amateurvereines AS Timau. Mit der Traineranfrage des FCB habe er nicht gerechnet. Für ihn sei dies eine große Chance. Ich habe mich überhaupt nicht darauf eingestellt. Und dann irgendwann, wenn das einmal so ein bisschen zum Thema geworden ist, ist klar, dass es für mich eine gute Möglichkeit ist, im Trainer-Metier ein bisschen einzusteigen, das aber von Grund auf zu lernen. In den letzten Wochen hat sich Alex Frey auf seine neue Aufgabe mit der U15 vorbereitet. Für das Team heißt es nun erstmals Benzintanken für die Rückrunde. In den ersten zwei, drei Wochen geht es ein bisschen wieder um Grundlagen auszuarbeiten, um viele Sachen mit Ball zu machen. Es gibt dann im Trainingslager sicherlich die Möglichkeit, an den Details ein bisschen zu arbeiten. Das heisst, Spielauslösung, wie kommt man vor das Goal, wie kommen wir von hinten nach vorne und so weiter, von Zone 1 bis in Zone 3. Viel zum Planen, aber ich bin nicht der Schleifer, der sich jetzt hier um Biers herumjagt. In die Mauer, gut möglich, dass es gelingt. Frey, Tor Nummer 108 für Alex Frey. Mit diesem Traumtor hat Alex Frey im April 2013 seine Profikarriere beendet. Nun teilt er seine Erfahrungen mit dem FCB-Nachwuchs. Und im Kopf hat er eine klare Botschaft an die Mannschaft. Ja, ich bin jemand, der den schönen Fußball liebt, der ästhetischen Fußball liebt. Vielleicht, weil ich selber nicht bekannt war für jemanden, der ästhetisch Fußball spielt, sondern eher einfach sich definiert über das Goalschießen. Darum liebe ich den schönen Fußball und das ist mir wichtig. Nicht unbedingt wie hoch als man gewinnt, sondern die Art und Weise ist viel wichtiger. Ich liebe den schönen Fußball. Alex Frey ist also zurück beim FCB als Trainer der U15-Mannschaft. Welcome back, Alex. Schön, bist du wieder da.